Ja, Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Bei diesem Video sind wir wieder mal im Urlaub Türkei Dorf sind wir jetzt. Wir sind jetzt Dorf, ja. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ich zeige euch ein bisschen den Dorf. Also nicht den Dorf, sondern nur unsere Standardort, unsere Grundstück, sage ich mal. Und ja, das Haus hinter mir gehört nicht uns. Unser Haus ist drüben. Und ja, ich filme erst jetzt die Hund und danach Kuh und danach, ja, Garten oder so. Ja, mal schauen, Leute. So, Leute, hier ist unser Hund. Ist deutscher Schäferhund mit Wolf vermischte Rasse. Also ist eigentlich keine Rasse, aber ja, vermischt halt. Mischling. Und ja. Ist sehr süßes Hund. Kann man so filmen. So, Leute, jetzt zeige ich euch unsere Kühe. Hier sind wir drei, wie nennt man die, Pony oder, keine Ahnung, kleine Kühe. Kann man anfassen hier. Die beide kann man nicht anfassen, aber den kann man anfassen, weil die rennen weg. Warte, lass mich mal rein hier. Da sind noch andere Kühe. So, Leute, hier sind noch die anderen Kühe. Das ist so dunkel, ich weiß, ich kann auch den Blitz nicht aktivieren, weil ich kein Akku habe. Aber hier sind insgesamt 12 Kühe. Da ist groß, 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 groß. 10 große und 5 kleine. Keine Ahnung, Leute. Oder es sind 15 Kühe, ja. 5 kleine, 10 große haben wir hier. Kann man nicht. Ey! So. Zeige ich euch hier einmal so komplett. Ja. Machen wir hier wieder zu. Und ja. Dieses kleine Grundstück, wo die Kühe so rausgehen können, chillen können. Da ist Essen für Kuh. Da ist noch ein Haus. Können sogar reingehen, wenn es offen ist. Ist offen. Warte, machen wir hier Blitz. Hier, Hammer. Aufgemacht, zeige ich euch hier. Hier machen wir ein Brot. Hier unten machen Brot. Hier ist weitere Kuhfutter, Hühnerfutter und so alles. Hier mal ein Licht. Und ja. Ich weiß, ist jetzt nicht besonders Luxus, aber ja, kann man machen. Halt Kuh, halt Dorf, ne? Wisst ihr? Ja, so, Leute. Wir gehen weiter hier. Könnte ich filmen. Ja. Hier sind zwei Autos, die zu uns gehören. Kann ich hier einmal zeigen. So. Die Autos sind jetzt nicht so lux, aber ja. Kann man machen. Filme ich ein bisschen die Straßen. Ach, hier. Stachel. Autsch. Hier. Filme ich ein bisschen hier. Die Straße. Hier wohnt irgendeiner, der kann leider nicht sehen, seit kleinem Kind. Da ist unser Haus, da sind die Autos, da ist weitere Kuhfutter, da hinten sind weitere Häuser, die auch zu uns gehören, aber die filme ich auch gleich. Dann, ja, da kann man kommt man raus vom Dorf und hier geht man rein in den Dorf. Wir sind die erste Haus vom Dorf. Dorfname ist Koprak Bunar Köy. So, kann ich weiter filmen. Filme ich ein bisschen hier oben. Könnt ihr auch mal von oben sehen, ja. Jetzt filme ich ein bisschen den Garten und noch. Bisschen noch die Garten und danach filme ich mein Onkel sein Geschäft. Geschäfts bisschen Werbung machen, weil Bienen Honig, also der hat Honigfirma, könnt gerne bestellen online und ja, also er hat noch keine Webseite, aber ihr könnt ihn über Handy erreichen und ja, also ich rate euch Honig zu essen, gesund
Und ja, vielleicht blende ich den Nummer hier unten oder unter der Videobeschreibung. Jetzt filme ich hier noch ein bisschen. Da haben wir den Hund aufgemacht. Und ja, da ist Holz. Keine Ahnung, wieso da Holz ist. Hier ist Hundehaus. Und ja. Grübisch. Und hier ist der Eingang. Dann kommt man hier weiter. Ja, filme ich ein bisschen hier. No. Und ja. So. So Leute, jetzt sind wir immer noch im Dorf. Jetzt ist zweiter Tag. Also mit dem Video meine ich zweiten Tag, weil wir sind schon lange hier. Seit 1,5 Wochen sind wir schon im Dorf. Und ich filme ja seit 2 Tagen. Und ja, jetzt filme ich ein bisschen den Garten noch. Und danach, ja, filme ich ein bisschen woanders, glaube ich. Und danach, ja, beende ich den Vlog oder keine Ahnung, irgendwas. Mal schauen. So Leute, den habe ich Wasser gegeben. Er trinkt ein bisschen. Dann ist da noch der Traktor. Ich könnte gestern den nicht zeigen, aber jetzt kann ich zeigen. So. Und ja. Er trinkt noch. Da ist sein Haus. Trinkt noch. Und ja, ich zeige euch gleich den Garten. Ich weiß gerade ein bisschen so laut, weil irgendjemand schneidet gerade Bäume. Und ja, ich zeige euch den Garten gleich. Eigentlich gibt es im Garten nichts zu sehen, außer Gurken und Tomaten und so, aber ich zeige euch trotzdem. Und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn er fertig getrunken hat. Jo Leute, hier könnt ihr die kleine Kühe nochmal sehen. Hier 3 Stück haben wir hier gerade draußen. Der Rest ist drinnen. Anfassen hier. So, jetzt zeige ich euch die Vögel, wenn man die sehen kann. Hier haben wir eins, über uns ist auch eins. Ich werde jetzt nicht reingehen. Ich weiß, es ist ein bisschen schmutzig, aber kein Wunder. Tiere leben halt hier. Und hier, ja. Hier ist weitere Kuhfutter, wenn ihr sehen könnt. Hier noch eine ganze Haus voll. Kann man hier anfassen. Und ja. So Leute, wir sind jetzt im Garten, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Tomaten, Gurken und so alles sind. Ja, wir gehen mal einmal hier komplett vorbei. Hier haben wir Chili. Und ja, Sonnenblumen haben wir hier. Gehen wir weiter hier. Was gibt es hier noch? Wir gehen mal so. Ja. Ich filme weiter, wenn ich was gefunden habe. Hier haben wir, glaube ich, Kopfsalat oder keine Ahnung. Nein, das ist kein Kopfsalat. Irgendwas für Salat, sage ich mal jetzt. Hier haben wir dann Dings. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Deutschen genannt wird. Und ja, wir schauen mal weiter hier. So, hier haben wir eine Mülltonne. So filme ich mal komplett.
Wir haben eigentlich da vorne noch ein Grundstück, aber da kann ich leider gerade nicht hingehen, weil es ein bisschen weit ist. Da muss ich ein bisschen laufen, aber vielleicht gehe ich hin und dann erfülle mich ein bisschen dort auch. Mal schauen. Hier, wie immer, da vorne. Da ist auch unser Grundstück. Da haben wir aber nur Apfelbäume und so. Kann ich euch ein bisschen zeigen. Wartet. Kann ich euch ein bisschen zeigen. Apfelbäume und so. Hier mal so gerade. Es kann sein, dass mein Handy wackelt. Aber da kann ich nichts dafür, weil hier unten sind Stachel. Und ja. Wie ihr seht hier, Apfelbäume. Warte, die Apfel kann man nicht. So, jetzt kann man sehen. Mal hier schöne Apfeln. Und so alles. Warte. Geh mal so. Scheiße. Ameise. So. Da kann man eins sehen. Wir gehen mal weiter. Hier überall sind Stahl. Könnt ihr sehen? Überall. Leute, das wird ein bisschen langes Video sein. Weil vielleicht schneide ich dieses Hotel, was ich bei Hotel gedreht habe, schneide ich vielleicht hier rein. Dann wird es was Langes, aber ja. Ansonsten ist hier nichts. Scheiße, Leute, guck mal, was in meinen Fuß reingegangen ist. Fuck, das tut weh. Nein! Autsch, 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 autsch. Ja. Was scheiße. Ja, das geht nicht ab. Oh no, shit. Shit. Au. 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 Scheiße. So, jetzt haben wir alles abgemacht. Jetzt kann ich weiter filmen. Ich kann nur hier ein bisschen filmen. Wie ihr seht, das ist irgendein Mini-Haus. Keine Ahnung, wieso das gebaut wurde. So, wir müssen einmal hier rüber. Ich traue mich auch jetzt nicht reingehen. Es kann sein, dass dort Straßenhunde und so sind, die mich dann beißt, weil er Babys gemacht hat oder irgendwas. So, wir gehen mal jetzt zurück. Wir sehen uns dann vorne, wenn ich hier draußen bin, weil hier sind so viele Stacheln. Dann hier ist auch ein kleines Haus. Und danach haben wir hier noch eine Garage. Ja. So. So, wir sind jetzt in Garage drin. Ist jetzt kein Luxusgarage, aber halt für Winter ist es nur. Kann man Winterautos abstellen. Hier passen zwei Autos rein und ja, das reicht. Das ist keine Garage. Warte, wir gehen ein bisschen rein. Das ist keine Garage, das ist auch so eine Tür wie das. Das ist die Türen für Garten. Da geht es halt weiter zu Garten. Kann ich auch vielleicht filmen. Dafür muss ich meine Oma fragen, ob ich die Schlüssel bekomme. Dafür mal schauen halt. Ich filme mal hier weiter. Ja. Halt das der Garten und wartet hier das Haus und das hintere Garten, das gehört uns, und da ganz vorne haben wir auch ein Grundstück, aber da ist halt die Firma von meinem Onkel, weil Honigherstellung und so, und da haben wir auch ein bisschen Gemüse gepflanzt. Und ja.
Ja, aber das filme ich auch vielleicht bald gleich. Ich filme mal erstmal hier so richtig die Scheid. So, Leute, hier ist der Hund. Filme ich auch kurz. Ich habe schon gesagt, glaube ich, die Rasse ist deutscher Hund, deutscher Schäferhund mit Wolf vermischte Rasse, also Mischling ist es. Und ja, er hat dort so kleine Verletzungen, weil andere Hunde haben ihn angegriffen. Hier ist sein Haus. Ja, schläft der Winter dort. Und ja, das gehört. Habe ich schon erzählt, ein Mann. Und der Mann gehört auch zu unserer Familie. Also darum ist das Haus auch in diesem Grundstück. Und ja. Fühle mich mal weiter hier. Da ist mein kleiner Bruder. Und ja. Da ist auch Holz. Ja, wir sehen uns dann drüben bei den Garten-Grundstück filmen und ja, hier ist weiter Kuhfutter und ja. So Leute, ich weiß, es ist jetzt nicht besonders Luchs und so. Aber die wohnen auch nicht hier. Hier ist eigentlich nur Gemüse und so alles, Honig und so, Herstellung und so. Aber sonst, ja, wohnen wir alle also mein Oma und Onkel wohnen in Stadt. Hier ist nur so hobbymäßige Platz und Filmenplatz. Aber ja, passt sonst alles. Kann ich hier noch einmal komplett filmen? Und da geht's weiter. Da filme ich weiter dann bei dem dritten Grundstück. Filme ich weiter dann. Zeige ich die Honig und so alles. Honig und warte, Honig, Bienenhaus. Keine Ahnung, wie man das nennt, Bienenhaus oder so. Und noch, ja. Ihr seht dann alles. Dann bis gleich. Hier, Leute, hier hat man den Honig. Alle Kisten voll hier. Dieses Jahr hat der eine Tonne Honig rausgebracht. Ja, eine Tonne Honig verkauft er pro Kilo 200 €, weil das Honig, frischer Honig, ohne Zucker benutzt, weil die im Supermarkt sind halt 99% aus Zucker. Und 1% aus Honig, aber die sind 100% aus Honig. Und ja, hier haben wir noch ganz voll. Dann haben wir hier noch ganz voll. Hier haben wir voll, hier haben wir voll, hier haben wir noch eine. Das ist noch nicht alles. In den dritten Grundstück ist weitere Kisten. Also eine Tonne Honig könnt ihr vorstellen. Hier. Und ja, den Rest filme ich dann, wenn ich bei dem dritten Grundstück bin. Ja. So Leute, wir sind jetzt in der dritte Grundstück angekommen. Hier haben wir ganze Honig und so. Gleich filme ich weiter. Bis da ganz hinter. Wartet, gerade um. Könnt ihr diese weiße Teil sehen da vorne? Diese weiße Teil da vorne? Bis dahin ist das. Wartet, ist gerade umscharf. Jetzt ist Grundstück und hier kann ich weiter filmen. Hier. Ich bin nicht mit dem normalen Weg reingegangen, weil ich habe den Schlüssel nicht. Mein Onkel hat den Schlüssel mitgenommen, aber wir sind trotzdem reingegangen. Hier kann man ganze Honig sehen, Bienen und so. Ich kann da leider nicht hingehen, weil da sind gerade so viele Bienen draußen. Ich weiß auch nicht, wieso die Bienen gerade draußen sind. Könnt ihr hier komplett sehen? Hier geht's weiter. Geht's weiter, 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 weiter. Ich glaube, hier sind gerade 40.000 Bienen oder so, keine Ahnung, die an eine Tonne Honig
arbeiten. Kann ich weiterfilmen? Ich kann gerade in den Haus auch nicht reingehen, weil ich heute auch ein bisschen Haus drinnen filmen. Kann ich leider nicht, weil die Bienen sind draußen, alle. Ich musste nachts kommen, weil nachts sind die Bienen alle am Schlafen. Aber ja. Von außen kann ich ein bisschen filmen halt. So, könnt ihr sehen. Hier Bienen. Aber er ist noch am Bauen. Also er will hier weiterbauen bis da ganz hinter. Also das werden dann, glaube ich, über 1-2 Millionen Bienen. Aber dann kann der auch mehr herstellen. Also dann stellt der, glaube ich, über 40 Tonnen oder 10 Tonnen her. Keine Ahnung, mal schauen. Und ja. Dann filme ich mal weiter hier so schön. So schön Berge und so hier. Die sind Apfelbäume. Dann ist hier komplett Apfelbäume. Hier. Ich muss hier noch ein bisschen schöner machen, so diese Blätter und so wegmachen vom Boden. Und ja. Aber Leute, ich überlege gerade, wie soll ich nach Hause gehen, weil es gerade sind zwei große Gangals. Ich weiß nicht, kennt ihr die Rasse Gangals? Sind gerade offen und die sind gerade vor mir. Also wenn ich von hier rausgehe, die werden locker hinter mir rennen. Und Scheiße, große Fliegen hier und hinter mir rennen und versuchen mich zu beißen. Darum, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Aber ich muss halt hier rausgehen, ich muss wieder nach Hause gehen. Die sind halt, die gehören zu denen und denen. Da sind halt zwei Häuser, die halt zwei große Gangals haben, sogar vier große Gangals. Und die sind halt offen, die werden mich locker angreifen, wenn die mich sehen. Aber wir hoffen mal, dass die mich nicht sehen. So. Ich glaube, dieses Video wird was Langes, aber kein Wunder, ich zeige euch ein Dorf, sage ich mal. Hier ist Grab, also wo Leute gegraben werden, aber ich will dort jetzt nicht zeigen, weil Respekt, aus Respekt zu toten Menschen halt, will ich jetzt nicht zeigen. Aber ich kann hier weiter filmen. Hier sind halt die ganzen Bienen und so. Und ja. Nehme ich mal von oben. Und ja, genug Scheiße gelabert. Jetzt können wir weitergehen. Also kein Scheiße gelabert, aber genug gelabert. Jetzt kann man weitergehen. Oh nein, hier sind ganze Stacheln. Ah, shit. Wartet. Stachel. Wir gehen mal hier weiter raus. Wir sehen uns, wenn ich dann wieder draußen bin. So, dann ist hier ein Weg. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Hunde sind offen. Kein Bock, dass sie mich beißen. Und ja, hier ist der Haus dann mit den Bienen und so. Ja, ihr könnt gerne bestellen über den Telefonnummer, was ich unter dem Video verlinke. Ihr könnt gerne anrufen und bestellen. Aber ich sag euch schon mal jetzt, er kann halt nicht Deutsch, weil er wohnt halt nicht in Deutschland. Wo soll er Deutsch lernen? Darum, er wohnt halt in Türkei. Darum, ja. Er kann halt nur Türkisch. Weil er war halt noch nie in Deutschland. Aber, ja. Ich fühle mal weiter hier. Okay, Leute. Ich beende den Video jetzt hier. Oder wartet, ich beende nicht den Video hier. Vorne beende ich den Video. Wartet kurz. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, meine Haare waren ganze Video lang gefickt, aber ich kann nichts dafür. Also, ich bin halt im Dorf, weißt du, wieso sollte ich jetzt meine Haare schön machen? Aber ja, egal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe versucht, Mühe zu geben bei dem Video und heute ist auch mein letzter Tag. Heute um 4 Uhr fliege ich wieder zurück nach Deutschland und ja, wir sehen uns dann bei dem nächsten Vlog. Ciao, das war's.
Blog aus Türkei. Tschüss, tschüss.